Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal ganz kurz einen Überblick über den spezifischen Widerstand verschaffen, also im Endeffekt, was der spezifische Widerstand ist, wofür man den braucht und was ihn vom tatsächlichen Widerstand unterscheidet. Und da kommt man relativ schnell in die Materialwissenschaften, wie wir gleich sehen werden, und da ist das eben auch sehr spannend. Also zum spezifischen Widerstand muss man natürlich erstmal verstehen, was ist überhaupt der Widerstand, deswegen kurz die Definition zum Widerstand. Ich denke, die elektrische Definition kennt jeder über das U gleich R mal I-Gesetz, beziehungsweise R ist gleich U durch I, wobei dann eben die Leistung P gleich U mal I ist. Das wäre also, wenn man rein die elektrischen Größen hätte, also die Spannung, die über zum Beispiel einen Widerstand abfällt, kann man den Strom berechnen, oder wenn man den Strom, der durch ein Netzwerk fließt, kennt und die Spannung, die an dieses Netzwerk angelegt wird, um diesen Strom zu erzeugen, kann man sich immer den Widerstand des Netzwerkes errechnen. Das kann ein komplexer Widerstand sein, eine Impedanz. Das kann aber eben auch einfach ein reeller Widerstand sein, wie man es jetzt auf dem Steckbrett zum Beispiel kennt, wenn man keine Kapazitäten oder Spulen verwendet. Geometrisch stellt sich das Ganze schon anders dar, denn was wir herausfinden, ist, dieser Widerstand ist ja eine Konstante, mit der wir zwei Größen, die wir tatsächlich messen und beeinflussen können in erster Linie, definieren können. Das ist im Endeffekt ein Proportionalitätsfaktor, den wir jetzt nicht wirklich beeinflussen können. Wir sehen gleich, können wir schon, aber nicht im elektrischen Bilde oder Meinung, sondern tatsächlich eher im geometrischen Sinne. Denn diese Größe R, die ist eben nicht abhängig davon, wie viel Strom und Spannung irgendwo fließt, sondern es ist immer klar, R ist eine Konstante und wenn wir eine gewisse Spannung anlegen, wird sich der Strom dieser Konstante anpassen. Gemäß dem U gleich R mal I-Gesetz. Und wenn wir diese Konstante uns jetzt mal materialspezifisch aufdröseln wollen, dann sehen wir, die setzt sich zusammen aus einem spezifischen Widerstand, über den es jetzt heute hier gehen soll, und über der Geometrie dieses Widerstandes. Also haben wir einen deutlich längeren Widerstand, diese Länge hier L, dann wird natürlich der Widerstandswert auch höher. Klar, also wenn man eine Leiterbahn hat, die 10 Kilometer lang ist, ist natürlich der Widerstand der Leiterbahn kleiner, wie wenn sie 1 Kilometer lang ist. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man 10 Kilometer laufen muss anstelle von 1 Kilometer. Ist natürlich schwieriger, 10 zu laufen. Und desto größer die Fläche ist, die dieser Widerstand im Endeffekt wirklich räumlich einschließt, also diese Bahn, durch die man die Länge L durchläuft, desto größer da die Fläche ist, desto ja, kleiner wird der Widerstand. Macht ja auch Sinn, wenn man sich überlegt, durch diese rote Fläche hier muss im Endeffekt ein Elektron durch. Wenn die Fläche kleiner wird, hat das Elektron weniger Platz durchzukommen. Das ist für ein Elektron meistens kein Problem, aber wenn wir eben davon reden, dass da Milliarden und Abermilliarden von Elektronen durch müssen, dann ist es natürlich schwieriger für diese durchzukommen, wenn die Fläche kleiner wird. Sprich, im Endeffekt haben wir also einen Widerstand definiert über eine neue materialspezifische Größe, das ist dieses Rho, und die geometrischen Größen, das ist einfach wirklich die Abmessung L geteilt durch A von diesem Widerstand. Also wenn wir jetzt hier wirklich einfach eine Leiterbahn rein und eine Leiterbahn raus haben, dann ist das unser Widerstandsblock. Dieser Widerstandsblock hat eine gewisse Dimension und dieser Widerstandsblock hat im Endeffekt auch eine gewisse spezifischen Widerstand. Eins durch diesen spezifischen Widerstand nennt man übrigens die spezifische Leitfähigkeit, getreu dem, ja, im Endeffekt auch das 1 durch R ja einfach die Leitfähigkeit Sigma dann wird. Gut, wofür ist das Ganze jetzt wichtig? Das hatte ich einmal eben kurz schon erwähnt. Das ist sehr wichtig in der Materialwissenschaften. Man kann damit zum Beispiel relativ gut Materialien einordnen, auch wenn man noch nicht genau weiß, aus welcher Kategorie die kommen. Ich sage relativ gut, weil das trifft leider nicht immer zu, aber in den meisten Fällen ist es eben so, dass Isolatoren zum Beispiel eine spezifische Leitfähigkeit, einen spezifischen Widerstand, Entschuldigung, von 10 Ohm Zentimeter, 10 hoch 10 Ohm Zentimeter haben, beziehungsweise größer. Also es geht dann wirklich hin bis zu Quarz, dass da irgendwo bei 10 hoch 23 Ohm pro Zentimeter rumschwirrt. Wir haben zum Beispiel auch die Halbleiterklasse, die sich ja irgendwo zwischen Isolatoren und Leitern befindet. Da ist es meistens so irgendwas zwischen 10 bis 100 Ohm Zentimeter bis ungefähr 10 hoch 10 Ohm Zentimeter. Und dann kommen die Leiter, die eben sehr, sehr kleine spezifische Widerstände haben. Hinter denen schließt sich dann nichts anderes mehr als als die Supraleiter an. Wie gesagt, das ist nicht immer ganz so kategorisierbar, aber in den meisten Fällen ist es eben so und das hilft einem zum Beispiel in der Materialwissenschaft sehr, schon mal ein Material irgendwie einschätzen zu können, indem wir eine Spannung anlegen, den Strom messen und dann im Endeffekt einen spezifischen Widerstand über die Geometrie des Objektes auch noch berechnen können.
Gut, das kennt man vielleicht auch schon, wenn man sich zum Beispiel mal in einem Fitnessstudio angemeldet hat und so einen Sportcheck durchlaufen musste, dann merkt man schnell, da wird man oft verdrahtet, da kommen also im Endeffekt Elektronen auf die Haut, meistens an Hand und Fuß, und dann wird da nichts anderes gemessen als der spezifische Widerstand des Körpers. Und da Fett zu Muskelanteil ja, variieren können, je nach Mensch und Sportlichkeit des Menschen, hat man eben auch andere spezifische Widerstände in diesen Menschen, die eben einfach nur davon abhängen, wie viel Fett und wie viel Muskelanteil muss dieser Strom jetzt eben durchfließen. Also es hat tatsächlich wirklich auch Anwendung, dieser spezifische Widerstand, ja, zum Beispiel in den Sportwissenschaften. Eine andere Verwendung ist, dass dieser spezifische Widerstand tatsächlich nicht immer eine Konstante sein muss. Klar, für U gleich R mal I ist er immer eine Konstante, aber wenn man noch eine dritte Größe mit reinnimmt, neben Spannung und Strom, wie zum Beispiel die Temperatur, sieht man, dass sehr viele Materialien tatsächlich nicht konstant in der spezifischen im spezifischen Widerstand über der Temperatur sind, und das kann man sich eben zu Nutzen machen, zum einen um zum Beispiel PTC, also Kaltleiter, und NTC, Heißleiter, zu realisieren, also Materialien, die zum Beispiel superleiten bei Wärme oder superleiten bei Kälte gibt es, aber zum Beispiel auch einfach um einen ja, Thermosensor, also Temperatursensor, zu realisieren, kann man sich das zu Nutzen machen, wenn man weiß, dass dieser spezifische Widerstand ja zum Beispiel 10 Ohm Zentimeter wäre. Das wäre ja schon ein Halbleiter, bei, sagen wir mal, 0 Kelvin und 100 Ohm Zentimeter bei 300 Kelvin. Dann kann man natürlich dazwischen, wenn man alle Punkte kennt, wissen, wenn man einfach den spezifischen Widerstand misst, wie viel Grad jetzt um diesen spezifischen Widerstand drumherum ist. Also es gibt tatsächlich auch Sensoren im Bereich der Thermo, die eben genau diesen Effekt verwenden. Es gibt auch noch andere Abhängigkeiten, jetzt nicht nur zur Temperatur, die jetzt alle aufzuzählen wäre ein bisschen langwierig, deswegen habe ich das jetzt hier nicht getan, aber falls es interessant ist oder gerne Interesse darüber gibt, auf Wikipedia steht es zum Beispiel, aber auch in allen gängigen Fachliteraturen zu diesem Thema, ist das nochmal aufgeführt. Also spezifischer Widerstand, sehr, 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 sehr wichtig, gerade wenn man ein bisschen weggeht von der klassischen Elektrotechnik, wo man sich das Ganze nur als irgendeine Konstante zwischen Strom und Spannung vorstellt, hin zu eben ja den Materialwissenschaften, wo man sich damit auseinandersetzt, was eigentlich in so einem Bauteil vorgeht und was wir über unsere Welt um uns herum, über diese Kenngröße erfahren können. Wenn es dazu Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.